Schmerztherapie hat in den letzten Jahren eine enorme Entwicklung genommen. Die ist sicherlich dadurch bewirkt worden, dass viel Wissen über das Gehirn erfahren haben und das auch im Alltag umsetzen können. Und die Schmerztherapie, die geht heute von Akupunktur als einem komplementären Therapieverfahren bis Z-Ziconotid, ein Gift sozusagen, was man zur Schmerztherapie einsetzen kann. Und wir setzen spezielle Verfahren sehr differenziert heutzutage in der Schmerzmedizin ein. Wir können das ambulant machen, wir können das in Tageskliniken machen und wir setzen das in der stationären Versorgung auch ein. Das Wesentliche ist, was immer noch ein gewisses Problem ist, dass wir Patienten sehr relativ spät in der Schmerztherapie sehen. Wir wünschen uns Patienten viel früher, das heißt, es muss die Gesellschaft, auch die Kollegenschaft noch viel mehr sensibilisiert werden, Patienten frühzeitig in diese spezialisierten Einrichtungen zu schicken, weil Schmerz eben ausschließlich was auch mit dem Gehirn zu tun hat. Und Schmerz chronifiziert, verändert den Menschen, verändert letztendlich auch die Psyche des Menschen. Und je länger diese Veränderungen anhalten, desto schwieriger ist es dann auch, Therapie lindern einzusetzen. Wir machen hier bei uns seit 10 Jahren auch multimodale Schmerztherapie, der Goldstandard heute in der Schmerztherapie. Die Behandlung chronischer Patienten innerhalb eines interdisziplinären Teamstruktur, ganz individuell auf die Schmerzsituation des Patienten abgestimmt. Schmerztherapie ist sehr vielfältig geworden und dennoch ist die Pharmakotherapie sicherlich immer noch ein Schwerpunkt in der Schmerzbehandlung. Und die Substanzen werden immer besser, sie werden immer besser verträglich. Viele Patienten haben Angst vor Medikamenten und diese Angst sollten wir als Behandler den Patienten auch nehmen, um so mehr Lebensqualität und auch mehr mit der Teilhabe am Leben dem Patienten zu ermöglichen.